Bei der Laterne ist kein direkter Checkpoint anscheinend. Ist er hier? Und wer ist Paul? Zu kriechen, hört er mich nicht. Doch die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Frage ist ja auch, sieht er mich aus dem Nebenraum? Was ich halt auch gerade sehe, überall auf diesen ganzen Würfeln sind ja auch überall Augen drauf. Stehe ich unter ständiger Beobachtung? Wieder so eine elendige Ratte. Oh, und Hunger. Oder Magenprobleme. Apfelmittel gegessen oder so. Keine Ahnung. Da hinten ist doch so eine Speisekammer, oder? Hast du was zu essen? Da, er hat das Fleisch. Gib es zu mir, hier. Yay, Fleisch, ein Finger oder so. Keine Ahnung, sah auf jeden Fall nicht sehr appetitlich aus. Aber naja. Essen ist Essen. So, gehen wir erstmal weiter. Und da ist wieder so eine Schlinge. Für jemanden, der sich umbringen möchte oder so. Deine Dusche. Anscheinend eine Gemeinschaftsdusche oder so. Sieht ja alles hier immer sehr nach Gefängnis aus, ne? Auch mit den Gitterstäben oder sowas. Und mit den Käfigen überall. Und da ist wieder Strom in den Gitterstäben. Dafür nicht ausbrechen können. Mach nicht alles kaputt hier. Brauchen wir vielleicht noch das Zeug für, keine Ahnung. Erstmal hier was anmachen. Alles, was wir haben, ist ein Feuerzeug. Warum wir das haben, keine Ahnung. Was wir damit machen? Die Weltherrschaft an uns reißen. Oder anderes Zeug. Achso, da kann ich weiter hoch. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob ich da irgendwie runter kann und dann irgendwie was sehen kann, aber nö.
kann ich denn hier? Wir nehmen mal die Leiter. Ich habe da gesehen, da ist rechts der Sicherungskasten hier. Da oben kann ich nicht weiter hoch. Zumindest nicht über die Leiter. Na, was machst du denn da? So zu hoch. Ja. Geht doch. Okay. Okay. Nein, das ging voll vorbei. Das ist ein ordentlicher Genickbruch gewesen. Das habe ich bis hier gehört. Okay, probieren wir es nochmal. Die Kletterei ist halt so ein bisschen friemelig, ne? Der Weg ist relativ weit. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass da irgendwie mal zwischenzeitlich mal so ein Checkpoint kommt oder so. Falsch gedacht. Na, was soll's. Erstmal das da irgendwie überstehen und dann weitersehen. So. So eine Sache, ne? Wo bringt mich denn das Ding hier dann irgendwann mal hin? Ich habe keine Ahnung. Warum ist da so eine Leiter, wenn man die eh eigentlich nicht wirklich nutzen kann? Und was ist ganz oben? Achso, ja klar, das macht Sinn. Achso, okay. Das ist zu hoch. Gut zu wissen. Ja, Fehler werden gemacht, damit man sie nicht mehr macht. Oder wiederholt. Je nachdem. Ich weiß es ja selbst nicht so ganz. Warum macht man Fehler? Damit die anderen nicht machen müssen? Damit du selbst weißt, wie fehlerfrei du bist. Oder halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Dann wollen wir mal, ne? Nochmal. Munter fröhlich rüberspringen. Ich hätte warten müssen, bis der zu mir geschwungen ist, ne? Okay. Gesehen und zur Kenntnis genommen. Dass ich jetzt nochmal ein Gut hinkriegen würde, ne? Würde ich mich aber auch freuen. Aber mal gucken. Das kriege ich schon hin irgendwann. Hui! Da knarzt hier das Gitter zum 30. Mal. So, und dann warten wir, bis es halt zu uns schwingt. So rum. Ja, deutsche Sprache. Schwere Sprache. Schwäbischall bauen. Hm? Gemüsepudding. So, jetzt aber hier rüberspringen. Muss mal so langsam hier mal wieder reichen, ne?
So. Ziehen wir jetzt hier nochmal dran. Dann einmal zu uns. Ja, das war voll mit schlechten Anlauf und so. Ganz schlechten Anlauf kann ich ganz gut. So. Och komm, ich bin wieder dran vorbeigesprungen. Optisch, ja, irgendwie sowas machen, ne? Du, wow. Das Schlimmste an der Stelle ist halt wirklich das Hinlaufen. Dabei dachte ich, ne, vom Raumverhältnis her würde es eigentlich klappen. Räumliches Vorstellungsvermögen ist bei mir dann eher dann auch durchgefallen, ne? Dann ein dröfzigstes Mal. Jetzt aber ein richtig, bitte. So. Immer gegen Schränke laufen, immer eine gute Idee. Und laufen. So. Und jetzt da nochmal, ne, mit Plattform treffen. Das wäre auch daneben. Das sah so aus, als wäre es richtig. Jetzt wollte ich da einfach nur mal, ne, probehalber einfach mal draufspringen, damit ich weiß, wo das dann tatsächlich ist. Was ist? Ich bin kacke. So wird zum Thema jetzt nochmal richtig. Ja, aber das kriegen wir auch noch hin. Hoffe ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich versuche es einfach weiter. Ist halt Bandai Namco, ne? Die haben ja auch Erfahrungen mit Dark Souls und so. Ja. Da weiß man, jupp, das ist jetzt hier kein Boss. Das ist jetzt hier Plattformdesign. Du, da weiß man einfach nicht, wo man steht. Fehlt nur so das Übliche hier so. Ihr seid gestorben. You died. In Rot. You died in Rot. Hallo? Willst du mich verarschen gerade? Ah! Ja, geht doch. Ich glaube so, das Klettern wird mir manchmal noch so einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn es dann plötzlich irgendwie eilig sein soll oder sowas. Na, mal gucken. Auch dieses Licht da, das da angeht, ist ja auch wieder in Form von einem Auge. Warum? Aha. Okay. Aha. Dreh dich doch mal. Geh doch mal. Genau. So. An die Seite der Kette. Was auch immer wir jetzt hier machen können. Den Sicherheitsschalter umlegen.
Kann man das rausziehen? Nein. Kann man hier was rausziehen?